So, hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist Little Nightmare Stream? Ganz spontan, weil irgendwie das andere Gruselspiel nicht gruselig genug war. Also wechseln wir jetzt hier rüber und hoffen, dass das jetzt dezent gruseliger ist. Genau, wir haben auch weiterhin unsere Schreckerin hier auf unserer Seite, an unserer Seite. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie hier mehr Situationen hat, wo sie uns erschrecken kann. Ich glaube, ja. So. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich kenne mich auch nicht darin aus. Aber anscheinend ist das Spiel ganz genügsam. Es hat 134 Frames. Ist also okay. Super Spiel. Achso, Flämmchen. Jetzt hast du sie jetzt wieder verpasst, oder? Oder hast du sie noch gesehen? Muss ich sie mir jetzt kurz auf den Schoß setzen, damit du sie siehst? Okay. Hallo, schemenhaftes Ding mit gefühlt Tentakel. Das ist nicht süß. Ja, hast du die Figur gerade eben nicht gesehen? Genau, also Flämmchen, bei der das Ding hat jetzt hier Andrea vorgeschlagen, also keine Ahnung. Ich habe daran nichts getan. Ich habe das Spiel einfach nur in meiner Library gehabt und deswegen gesagt, okay. Hallo, ihr kleinen Gnome. Bin zu leise. Könnte manche Leute gruseln. Okay. Leute. Ich wusste nicht, dass ich ein Feuerzeug habe. Es gibt auch keine Einblendung für nix. Witzig. Ich drücke einfach mal alle Tasten und schaue halt, ob irgendwas funktioniert. Yomavari Night Alone. Ich weiß, also das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich's. Jetzt mal schauen, ob ich das hab. Das. Vermuten nein. Und. Naja, ich werde halt aktuell nur Spiele spielen, die ich. Oh. Ich hab. Ich werde mir keine neuen kaufen. Vor allem keine Horrorspiele kaufen. Warte mal, eins. Stimmt, eins hätte ich noch gehabt, das eher horrorig ist. Das wollte ich euch tatsächlich mal zeigen. Da spielt meine blinde Frau. Perception heißt das. Was tut er? Das ist diese Puppe von vorhin. Aber vielleicht gibt es auch einfach nur so ein Achievement wie bei Half-Life. Episode 2 oder so, wo man den Gartenzwerg bis ganz zum Ende mitnehmen muss. Dafür bekommt man ein Achievement. Oh. Ja, so viel zu dem Achievement. Also ich habe gesehen, dass da schwarzer Rauch war. Ja, well. Aber schon nett. So. Ist echt hübsch gezeichnet. Okay.
ist sowas Boden. Ui, Devil. Okay, bye. Okay. Schon günstig. Ja, ekelig. Eigentlich. Ja, also so vielleicht gruselig bisher finde ich es nicht. Vielleicht kommt es noch. Schwierig. Mal von unten noch was mitbringen, weil ich glaube, wir können nicht schneller laufen. Können wir schneller laufen? Ups. Wir können schneller fallen. Das ist drin. Oh, spannend, okay. Vielleicht müssen wir doch einfach nur schneller laufen. So, okay, kannst doch. X. Wurde jetzt dann gerade eingeblendet. Dick. Wie oft passiert das? Ah, nö. Kräftig, unsere Kleine hier. Seil hochklettern, nicht einfach.
Ja. Nicht so überraschend gewesen. Das ist natürlich gemein, dass die... dass es genauso verdeckt ist. Dadurch, dass die... nicht hoch. Nee, da kommen wir auch nicht hoch. Jetzt ist die Frage, wo müssten wir denn hin? Da müssten wir vermutlich hin, oder? Nee, jetzt ernsthaft? Wir müssen das einmal komplett durchrennen. Ein Elend. Run, boy, run. I'm going to catch you. Ja, wohin wir müssen? Auch nur hier durch. Aber. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. So. Ja, die haben es nicht geschafft. Glaube müssen's. Achso, warte, ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Da müssen wir lang hochklettern, ja. Was ist, wenn wir hier direkt runtergehen? Aber was ist dann da oben? Scheint der Weg weiter zu sein. Oder? Nee. Aber ja, anscheinend hat sich Andrea bei dem Spiel so verschätzt.
So viel Grusel halte ich anscheinend doch noch auf. Das ist schon ein bisschen gruselig. Hängt er jetzt hier unter den Tür? Wo haben, also wir haben da jetzt aber eine Stelle verpasst. Was haben wir da verpasst? Anscheinend ging es dann nämlich doch nicht weiter. Hunger. Das passt sehr gut. Ich habe nämlich auch Hunger. Sind wir größer geworden? Die sind doch gefühlt sind wir größer geworden, oder? Nicht. Kommt mir wirklich so vor. Schwingen. Ja, nirgendwo hin. Ich bin einfach hier hochklettern. Ah, so nett ich das jetzt hier finde. Es hat schon nicht so dieses Le Grusel-Erlebnis. Splat. Oh, wait, wir haben Fallschaden.
Oh, warte mal, habe ich nicht da oben gespeichert? Ich dachte, das war ein Safe Point da. Witzig. So gesehen, dass man sich hier duschen kann. Und Servus Mortis. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir sind eigentlich gerade im Horror-Stream. Leider ist der Horror-Stream jetzt frühzeitig abgebrochen worden, weil das zweite Spiel war ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch nervig, nicht mehr Horror. Also Horror zu steuern oder Horror zu spielen, aber nicht Horror zum Gruseln. Das ist ein bisschen schade. Servus übrigens, Rocker. Auch schön, dass du mal wieder reinschaust. Warte mal. Wie? Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, warst du nicht sogar schon nochmal richtig, richtig viel länger nicht hier? Bist du nicht sogar einer aus... Ja, ich wollte gerade sagen, du bist aus grauster Vorzeit hier, als der Kanal angefangen hat, oder? Following since October 5th, 2018. Krass. Hast aber... Genau, du hast tatsächlich irgendwie gefühlt jährlich nochmal reingeschaut. Obwohl, bis 2020 warst du tatsächlich aktiv hier. Da sieht man das. Aber cool, freut mich. Ja. Dann seien sehr lang auf jeden Fall. Ja, wie geht's? Schön, dass du mal wieder hergefunden hast. Genau, by the way, kein Stress, dass du jetzt hier eine Weile nicht da warst. Das ist voll okay. Das ist halt. Manchmal sagt das Leben so, nee, du hast jetzt andere Dinge vor oder gibt's keine Ahnung, andere Prioritäten. Ich bin mir bewusst, dass ich nur euer Content Creator und euer Abendprogramm Entertainment bin und nicht, keine Ahnung, best fucking buddy that needs to be visited every day. Oh, okay. So, ja, Mortis, mir geht's ganz gut. Wir haben hier jetzt gerade Little Nightmares angefangen. Und eigentlich war die Idee, dass mich das jetzt hier gruselt, aber das gruselt mich nicht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Gut, dass das nicht mit Ankündigung war oder so. Deswegen nicht ganz so krass gruseln werde. Wer ärgert dich da? Hier, eine gute Freundin. Hier meint so... Habe ich auch auf dem Ohr, deswegen haben wir es auch heute in ihr an. Die hört ihr gar nicht, deshalb. Irk! Nein, bitte. Fall doch nicht runter, dankeschön. Das heißt, falls sie mir gruselige Sachen ins Ohr flüstert, dann hört ihr das gar nicht. Jen ist hergekommen. Geht, hab Hunger an dir. Wow, da haben wir was gemeinsam. Wie geht's? Ich hab auch Hunger. War das ja ungünstig. So, zuerst mal herkommen. Komm her. Das ist halt so ein Plattformer hier, ne? So. So. Was selten hier war, lag das nicht daran, dass du entweder Sachen gespielt hast, die gar nicht meins sind, Strategiezeug oder so. Oder weil ich halt was anderes gemacht habe. Das habe ich schon mal nicht mehr gelernt. Das freut mich. Ja.
klemmt nicht, dann klemmt man hoch. Ja, das Konzept von hier ist ja immer noch dieses, so viele verschiedene Spiele wie möglich irgendwie vorstellen. Weswegen ich jetzt über die letzten 6 Jahre, die wir hier den Spaß schon machen, so 1000 Spiele vorgestellt habe. Was schon so ein bisschen krass ist. Oh, würde ich hier rauslassen? Ja, man kann dich rauslassen. Könntest du dich... Alles gut bei dir? Freust du dich? Soll ich mal ihr Lachen auch auf den Stream schalten, damit ihr... Nee, sie ist dagegen. Skandalös. Ja, sie freut sich jedenfalls ziemlich einen Keks hier. Ah, nein. Do not. Ja, ich hatte gedacht, ich kann mich an dem Seil fangen, aber irgendwie diese Seil hat mich nicht... Hat gesagt so, nee. Na, pass was anderes an. Ja, ich bin am Seil vorbeigesprungen, das war das Problem. Ich hätte nur das Seil ranspringen müssen, dann hätte das schon geklappt. Diese Perspektivenwechsel. Noch nie gespielt. Ja, es ist eigentlich ganz witzig. Es ist so ein Plattformer, ich bin nicht gut im Plattformern. Merkt man vielleicht. Das wäre spannend. Nichts, machen wir langsamer. Ah je. Ah nein, ist nicht schnell genug gewesen. Oh Gott. Die Frage ist, diesmal machen wir wenigstens hier weiter. Ja, ich bin dummerweise einmal im Schatten rausgestiegen. Schnell, 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 schnell. So. Na. So, Chivo unlocked Prison. Das war damn close, ja. So.
Oh ja, genau. Was man noch dazu sagen kann: Mortis und Rocker, wir haben heute drei Giveaways. Für jede 5-Euro-Donation gibt es ein Los. Und für. Wie war's? Für jeden Screenshot, dass ihr, wo man sehen kann, dass ihr der Steam Curator Gruppe folgt. Und wenn ihr einen Screenshot von eurer Nachricht mit dem Facepalm-Emote von mir macht. Also, Hintergrund, das ist das 1000-Bit-Emote. Deswegen, das soll so eine Belohnung sein für die Leute, die schon 1000-Bit hier reingeworfen haben. So, hier noch. Jetzt weiß ich es eigentlich zu jung. Ach, warte, das soll ich nicht sagen. Einer meiner Freunde ist 23. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich das gesagt habe. Dass wieder Unsinn passiert. Ich glaube, das habe ich nicht während die nächsten 2 Jahre pleite. Oh, was? Abi? Was ist der Kost? Holst du das Abi nach oder was? Dann viel Erfolg dir dabei. Stimmt nicht ganz einfach. Nein? Du sollst es nicht wieder zuschieben, Dankeschön. Einfach hochspringen. Hochspringen. Ja, yeah, Dankeschön. Ah. Klettern. Da ist die Frage, wo brauche ich das jetzt? Irgendwas? Ich bin jetzt zweiten Semester, nächste Woche die erste Klausur, zum Glück nur Mathe. Das ist witzig, da habe ich schon sehr andere Ausdrücke hier gehört. Nee, never. Überhaupt rein? Er holt halt Dinge nach. Ah, was? Hä? Was sehen wir da? Vielleicht können wir jetzt gerade noch gar nichts machen. Schlechte Lehrer sind nervig, vor allem in Deutsch. Da hatte ich auch eine. Liebe Grüße an die Frau, bitte auch. Die hat mit mir diskutieren wollen, dass der Autor das niemals so meinen könnte, wie ich das gerade interpretiert habe. Und sie
ist sich da 100% sicher, auch wenn sie nie mit diesen Menschen gesprochen hat. Das ist diese Elend an Interpretationen. So viele von den Lehrern haben einfach schon ihre feste Interpretation von irgendwas. Und das kann nicht anders sein. It is impossible. Ist an sich gut im Unterricht, der schlecht die Arbeit schwer. Das ist natürlich schlechte Kombi, wenn er die Arbeit schwer macht. Ach, Ufi. Da hängt ja schon... Ach nee. Sagen, da hängt ja schon wieder einer. Aber apparently not. Ich eventuell Kuchen, dafür ist es drauf. Boah. Hört sich gut an. Wir hätten auch Kuchen besorgen können. Hätten wir einkaufen müssen. Du willst kuschen? Vor wem denn? Vor wem denn, Madame? Vor wem? Warum funktioniert das? Servus, Dave. I has key? Do you has keyhole? Nee, but you has key. You has door. Nö, gerade ist einfach nur halt. Ja, süß, straightforward. Hey ho, let's go. Komm, wir nehmen das Ding mit. Einfach. Wie wir müssen jetzt die Tür aufmachen. So. Dann nehmen wir das Ding mit. Einfach, weil wen geht halt. Okay, vielleicht nehmen wir auch den Affen mit. Ach, wir können ihn da auf den Knopf werfen. Komm, Affe. Hast du dir richtig verdient. Und minus 0,5 zu mir. Oh, das ist ja spannend. Okay. Den anderen Affen. Der andere Affe ist nicht längst so süß wie du. Kannst du die Zukunft sehen? Ah. Das ist ein Kuchen und Torte. Keine ganz cremige Torte, aber kein getrockener Marmor. Das ist so eine Rolle. Oh ja, so diese coole Rolle. Kirschrolle. Die wäre gut. Okay. Wir holen uns morgen eine Kirschrolle.
kurz nochmal nachgeschaut, ob die wirklich dich nicht hören. Ja, das ist halt auch fies von dir, Rocker. Du laberst hier von fucking Kuchen. Natürlich sind die Leute dann irgendwie so dezent erotisiert davon. Hast du so eigentlich das eine Video in NSFW gesehen? Mit dem Kuchen? Mag mal irgendwer das Kuchenvideo aus dem NSFW raussuchen. Okay, dann zeig ich den. Zeig dir nachher das Kuchenvideo. Ja. Hallo, liebe Ratten, ich hab euch. Das Fleisch. Ja, Rocker, das Kuchenvideo ist durchaus witzig. Fies. Ja, aber wir haben unseren Affen mitgenommen. Das ist gut. Wir haben unseren Affen dabei. Alles ist gut. Ist der Affe dabei? Hände sind eklig. Wo ist unser Affe? Ich will unseren Affen haben. Unser Affe! Unser Affe! Er hat unseren Affen da gelassen. Ja, aber dann wirst du jetzt auch verloren gegangen. Das kann ich noch weniger akzeptieren. Wenn Affe verloren geht, dann ist jeder halt verloren. Aber wenn du verloren gehst, das geht nicht. Ja, hallo Gulius, wie geht's dir, mein Lieber? Sollen sie dich hören? Wie fies, wir ziehen den Käfig hier ran. Immer anders sitzt. Und benutzt den dann auch nur so als Trittstufe. Als Trittstufe, wie fies ist das? Nein, geht nicht. Geht nicht. Ansonsten hätte ich es jetzt nicht belegt. So. Und Schwing. Oh, Schwing. So. Geh mal kurz gucken, was im Kühlschrank ist, kommt dann traurig zurück. Überhaupt wieder. So. Ja, ja, das Design der Türen ist praktisch. Ah, Tine. Wir können uns auch bestimmt was bestellen. Ich meine, wir können auch dann. Ja, aber ich meine, statt dem Kochen bestellen und dann. Ja, das nächste Mal.
Irk. Okay. Ah. Die Frage, wie machen wir das dann jetzt stattdessen? Nee, aber. Nee, André, das ist nicht gruselig. Das ist spannend. Wie, was macht er mit dir noch? Er packt den Geschenkpapier ein. Okay, ne, ich kann mich nicht in Geschenkpapier einpacken lassen. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Schleichen? Ach, das hier. Ja, stimmt ja. I totally forgot that. Mal schauen, ob das hier reicht. Ach, Burp. Hätte einfach doch weiterlaufen sollen. Das Fiese ist ja, dass manche die ihn einfach knarzen. Ah, schade. Ich dachte, jetzt habe ich mir eine gute Ecke versteckt. Das Ding ist, muss mir auch irgendwas mitnehmen, was ich werfen kann. Fällt mir gerade auf. Nee, André, lass noch kurz. Ah, ne. Hatte eigentlich gehofft, dass ich nicht auf die knarzende Platte direkt trete und er mit seinem selber genug Lärm macht, dass er mich nicht hört. Aber ich habe ihn leider, das ist zu früh. So, wir warten jetzt hier auf, er macht Lärm. So. Zum Laufen. Nee. Oh. Hab ich doch angefasst. Ekliger. Geh weg. Ah. So. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Ich glaube, wenn er mit der Schere. Nee, anscheinend auch nicht. Ist einfach mal wieder, bis er zurückgeht.
Abstellungseck gehen, damit er uns nicht greifen kann. Oh. So viel zu dem Konzept. Okay. Wir können nicht einfach durchrennen. Ah, shit. Ich meine, es ist logisch, dass er die Tür aufmachen kann. Aber ich hatte gehofft, dass er es nicht kann. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, ob der nicht trotzdem immer den Weg dahin findet. Das Fiese ist ja, du machst die ganze Zeit bei mir Gruselgeräusche im Ohr, weißt du das eigentlich? Ja, weil du dich, weil du auf dem Stiel rumwackelst und dann das doch immer so ein bisschen knarzt. Das ist sehr gemein von ihr. Macht sie bestimmt mit Absicht. Oh. Muss ich jetzt erst erwarten, bis er ganz nach links gegangen ist. Das fände ich ein bisschen lästig, aber ja gut. Oh boy. Nur so ein bisschen. Oh. Für Andrea, bei mir bewegt sich da nichts. Geräusch. Okay, anscheinend, ich muss dann im letzten Stück abrennen. Da geht irgendwie nicht so wirklich ein Weg dran vorbei. Schade, ich dachte, ich kann es jetzt versuchen zu schleichen, damit er mir nicht in den nächsten Bereich folgt. Aber eventuell ist das immer so, dass er mir in den nächsten Bereich folgt. Vielleicht kann ich das nicht aufhalten. Das würde auch Sinn ergeben. Ich glaube, das war das Richtige, was ich machen musste. Ich darf nicht auf Holz treten. Gruselig wäre es gewesen, wenn jetzt tatsächlich von oben noch der lange Arm noch nachgereicht hätte. Okay.
Oh. Du und die Mama machen morgen Kuchen. Das ist gut. Mama. This is kill the man. Took his Kuchen and I got. Lucky. Lucky me. Ah. Nein, mein Affe. Mein Affe. Wann mache ich? Weiß noch nicht so ganz. Hi, Dini. Jetzt sind wir nicht so. Von wegen Horror. Ja, das Spiel ist auch nicht gerade gruselig. Das hatten wir vorhin schon. Ein Anagramm von. Das Spiel ist leider nicht so gruselig, deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem sich gruseln. Oh. That's what I got to do. What's that I've got to do with it? Sieg. Warte mal, wie konnte er mich jetzt hören?
Nee, anscheinend warst du tatsächlich die erste Person. Das Ding ist, to be honest, ich glaube, ich habe mir auch nie, weißt du, ich habe mir auch nie Kopf drüber gemacht, weil ich weiß zwar deinen Namen, aber ich weiß nicht deinen Namen. Das ist so ein... Ich weiß nicht, kennst du es manchmal, wenn du Leute mit schon, wo du schon weißt, wie ihr Name ist, aber wo du das nicht so auf dem Radar hast, dass das ihr Name ist, sondern du sie eigentlich nur mit ihrem Spitznamen zum Beispiel ansprichst. Ja, seltsam, ne? Eiaffe. Hier gibt es ganz viele von den Affen auch. Nick und Sieg, Affe. Hör doch auf den Affen. Hör doch auf den Affen. Ja, ich hätte schleichen sollen. Dead. Ich finde es witzig, dass ich jetzt sie erschreckt habe. Dass ich jetzt so dumm bin, ihn den Affen an den Kopf zu werfen. Okay, das ist nicht das Rätsels Lösung. Ist dann das Rätsels Lösung? So, ist eigentlich die Figur noch kaputt oder mussten wir die jedes Mal neu kaputt? Nee, da, die ist schon kaputt. Ich liebe das Genre. Ich hasse es sehr. Geht sehr an mir vorbei. Ah ja, so ist manchmal. Ich würde wohl am liebsten zum Einschlafen. Weißt du, schläfst zu Gruselspielen ein. Okay. Kann man machen, I guess.
Genau, aber schön, dass du da warst. Hier noch ein genau Schlafgut. Traum was Schönes. Und bis zum nächsten Mal dann, ne? Okay, that was not what I thought that you would do. Please leave me be. Go away. Please leave me be. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich hoch. Und gedacht. Okay, wer hat da noch nicht. Doch nicht lurken. Switch sagt nein. Ups. Warum hat deine Switch das zu besagen, dass du noch nicht lurken darfst? Be the Dom you want to be. Hier unten drunter. Hallo? Oh, hab ich dich jetzt umarmt? Gegen hier den Buchturm hauen. Ich muss zugeben, ich dachte nicht, dass ich werfen kann. Ich wollte ihn eigentlich da hochwerfen. Das war der eigentliche Versuch. Ich wollte ihn da hochwerfen und dann hoffen, dass ich ihn mitnehmen kann. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Weiß auch nicht warum.
Grund der Zwergengefehle. Also wirklich, das würde ich so jetzt nicht sagen. Überhaupt, dass du ein Zwerg bist. Und Schnupperlei at me. Away. Away. Einfach weil es geht. Boah, der hat sich eingeschissen, der hat eine Wurst dahinterlassen. Naja. Ich weiß nicht mit was, vorhin kann schon wenigstens mit ihm spielen, weil es gruselig war. Also gerade ist es halt tatsächlich ist halt nicht gruselig. Schon. Jetzt erwartet, dass die mehr Lärm macht, to be honest. Ja, das Ding, dieses gruselige Spiel ist nicht auf meinen nicht auf meinen Mist gewachsen. Okay, irgendwie hatte ich jetzt. Achso. Verstehe, was ich tun muss. Muss hier auf den Knopf drauf. Thank you.
So. Yeah. Ich weiß das ja. Wie sie das meint. Okay, anscheinend müssen wir hier irgendwas auch rüberfahren. Ach so. Ja. Also macht ihr keine übrigens auch keinen Kopf, Andrea, das nimmt dir keiner übel. Manchmal verschätzt man sich halt. Passt. Hier hing an der Tür und sind rausgeflogen. Oh nein, ich muss den Scheiß jetzt wieder rüberschieben. Ah, bip. Sehr gruselig. Ich finde es immer noch cool, dass der Ralf Rute mir da die Erlaubnis gegeben hat, das zu verwenden. Also, ich habe offiziell die Erlaubnis. So, diesmal warte ich, bis die Tür offen ist und lande dann und lass dich los und werde einfach nur endlich wing weggeschleudert. Ja, stimmt. Oh nein, nicht dieses. Ja, aber das Ding ist, ich habe mich halt auch nicht erschreckt. Hast du dich erschreckt? Hand. War das hier? Nee. War. Hier war das. Okay. Ich denke, wir müssen hier noch rumfingern. Okay. Was? Sehr schade. Aber schön, dass du da warst. Gute Nacht, Dini. Thank you.
Ah. Schade. Aber anscheinend muss ich an dem Ding ziehen, weil ich konnte das gerade tun. Das heißt, wenn da hier der Arm dahin geht und der Arm dann... Nein, schade. Okay, also ich muss schon auf den Turm da hochspringen. Die Klappe aufmachen. Die da oben. Aber die komme ich doch gar nicht. Oder? Aber das habe ich ja gerade versucht eigentlich. Deswegen, ich dachte jetzt eigentlich daran, dass ich... Ja. Dass ich jetzt hier den... Guck, weil da habe ich auch eine Stange jetzt rausgelöst. Ich glaube, das muss ich mehr machen. Also das war schon sehr offensichtlich, dass es passiert wird. Ja, well. Er hatte sie unter einer quasi Guillotine. Ja, Armsalat. Nom, 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 nom. Ja, genau, das bin ich froh, dass du es tatsächlich nicht gemacht hast. Hm? Mir irgendwie am Ohr geleckt hast oder so ein Unsinn. Und ich glaube, im ersten Spiel wäre das echt fies gewesen, weil ich jetzt vermutlich nicht gemerkt, dass es gemacht das ist. Ja. A whole new world. A new fantastic phase of you. No one to tell us no or where to go. Da, da, da. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es. Wait, Aladdin? Oh, du hast Aladdin noch nicht gesehen? Oh. Well, we have to fix that. If you want. Disney's Aladdin. Das erste. Das erste Disney's Aladdin. Oh, wie fies. Ich glaube, da drüben ist die Ratte gerade eben aufgestorben. Ne. So. Cool, Chat, ihr hört mich wieder. Oh, wisst ihr was, wir machen jetzt auch noch den Wechsel hier rüber. So. Okay. Achso, warte. Genau, resetten würde ich noch von der Lautstärke und dann sollte das passen. Muss ich jetzt? Nee, brauche ich nicht mehr, oder? Hört das Spiel jetzt auch so. Genau. Okay. Cool. Ist mir die Ratte. Ich glaube, wir essen die Ratte. Ja. Ja? Gut, dass die nicht mehr da ist. Ich glaube, sie jetzt ist. Kannibalismus. Kannibalismus? Wir sind doch keine Ratte. Wer weiß. Ratten groß, aber wir sind keine Ratte. Pack die doch aus. Hä? Wie gesagt, der soll die auspacken. Der läuft gerade aufs. Oder die läuft gerade auf ihren. Dingsies rum. Das sind die, die der eingepackt hat. Ach so. Die soll die auspacken. Ich war gerade total irritiert, wenn du meinst mit auspacken.
Ja, diese, keine Ahnung, was das sind, diese Püppchen. Weiß ich, wie man sie bezeichnen soll. Weißt du, guck, hätten wir uns so ein bisschen geduldet, hätten wir hier Gemüse gehabt zum Essen und Zelle und jenes. Aber nee, wir mussten ja eine Ratte in der Falle essen. Ja, natürlich. Sonst wäre das Spiel ja nicht Horror. Oh, an die Stelle kann ich mich noch erinnern. Schon alles sehr, sehr eklig aus. Ja, gell. Okay. Das noch, da habe ich dann damals noch abgeschaltet in dem anderen Stream, in dem ich das mal angeguckt, also halbwegs angeguckt habe. Seit wann können wir sliden? Ja, wir konnten schon eine ganze Weile sliden. Ach nein. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist nichts. Nichts hier dagegen. Ups. Falsche Taste. Och, wir wurden wie die Wurst gekocht. Skandalös. Ja. Ich bin immer voll irritiert, wenn die Körnerkasse. Ah, Schlüssel. Spannende Frage. Wo ist der Schlüssel? Ich hoffe, der hat den jetzt nicht irgendwie an sich dranhängen oder so. Ist doch nicht hier, sondern im ersten Raum. Ich muss sagen, den Abschnitt finde ich jetzt echt eng. Ja. Das hat auch wieder dieses, ne, es ist eklig, aber nicht, dass es gruselig ist. Nee, es ist einfach nur eklig.
der Schlüssel? Schlaf du auch gut, Traum. Schönes Flämmchen. Zum nächsten Mal. Gute Nacht, Flämmchen. Ach, Flämmchen. Hip. Oder muss ich dann Wing of Escflown sagen? Das Wingo, glaube ich, sagen. Oder Izzy. Izzy. Okay. Aber wie war das, als wir das damals gesagt haben? So, jeder hat einen Namen. Es brüht. Es ist nur brüht. Jo, das ist auch nur brüht. So, die Schüssel runterschmeißen, was da dann beschlägt. Na, ich glaube, ich muss irgendwo hinkommen. Hier irgendwo hochklettern. Funktionieren kann. Kletter, kletter, kletter. Ein Fisch vorbei. Frag mich, wie der da hochkommt. Die Koop-Schüssel. Ja. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ja. Das hat sich voll gelohnt. Ach, sag bloß, ich muss den Typen da jetzt reinloggen. Nö, da ist kein Schlüssel dran. Ich meine, es würde auch keinen Sinn ergeben. Warum nicht? Ich meine.
Wenn wir... Ich überlege gerade, der Fischkopf, der da am Boden liegt, den könnte ich in den Aufzug tun und dann mit dem Aufzug rufen, nach oben rufen. Aber die Frage ist, was bringt das? Hm. Aber ich könnte es tun. Oh nee. Ist es... Ich glaube, ich habe die Idee, was es ist. Weißt du? Weißt du auch dieselbe Idee, die ich habe? Ich bin gerade am Überlegen, kann man das mit der Seife irgendwie, also eine Spur mit der Seife legen, dass der da reinrutscht? Irgendwie sowas? Oder den. Nee, ich glaube, es ist eher, dass wir die Seife nehmen, ihn drauf ausrutschen lassen. Und wenn er hinfällt, wird er seinen Schlüssel los. Ja, auch so. Wird sogar mehr Sinn machen. Die Frage ist nur, wo mache ich das? Dummerweise habe ich jetzt keinen Tontopf mehr, ne? Die Flasche? Leider nicht der gewünschte Effekt gewesen. Hat er gar nicht gehört? Ja, gerade zu mir egal. Und wir haben jetzt nur so eine Rotweinlache. Das mal hören, ey. Üb. Sie das mit Käse rumwerfen. Okay, das ist nur eine Maske. But why? Weil das nicht so hässlich aussieht. Ich hätte mit Maske viel. Da bist du nicht die Einzige. Thank you.
Ich weiß wirklich nicht, ob das die Lösung ist mit der Seife. Kannst du dir nicht sagen. Aber weil wir die Seife jetzt verloren haben, wo ist die Seife hin? Nicht mehr da hinten, hinter dem Tisch irgendwo. Nee, die ist irgendwie... Ach, das ist ja doof. Da liegt sie doch noch. Ah. Die Seife. Die rutscht auf Höhle fröhlich zum Schopf. Das ist das Falsche. Jetzt ist das Richtige. Seife scheint nicht das Rätsellösung zu sein. Wir haben zu viele Cartoons geschaut. Schade. Das wäre aber echt funny gewesen. Ja. Same. Sehe ich genauso. Spring doch nicht da runter. Das macht es nicht besser. Okay. Also wir hätten einfach direkt zur Tür gehen können. Lol. Ja. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Weil die Tür sah so zu aus. Hast du nicht mal versucht, die Tür aufzumachen? Nö. Die sah so zu aus. Schwierig. Romantik. Da. Ja. Nur für dich. Ja. Wow. Danke. Oh, da liegt jemand. Wieder so einer mit Maske. Das ist der gleiche oder ist es ein zweiter? Ich glaube, es ist ein zweiter. Wie creepy. Also die finde ich schon ein bisschen eklig. Da ist der Schlüssel. Nimm ihn und verschwind unter das Bett. Der Typ gleich wiederkommt. Es ist witzig, wenn er da im Aufzug steht. Ich hoffe es ja nicht. Aufzüge sind ja auch überhaupt nicht. Oh.
weiß es nicht. Macht's zwar nie. Endlich. Schloss mit. Warum? Okay. Ich würde jetzt gucken, dass ich wegkomme. Bevor der gleich mir hinterher rennt. Super. Ich glaube, das ist so ein Ding von Giron, dass er immer alles mitschleppt und kaputt macht und ach so. Das weiß ich was. Wer ist eigentlich Körnerkissen-Kater? Ein Wort von einem Kumpel. Ah. Ich hab mich schon ewig mal gefragt, ob das einfach jemand basishalber gemacht hat, zu Körnerkissen-Kater, zu Körnerkissen-Katze. Aber ich war dann gerade so, bisschen auffällig, dass die irgendwie immer schreiben werden. Körnerkissen-Katze. Ja, aber das ist tatsächlich. Körnerkissenkater ist ein bisschen ehrlich auf die Körnerkissenkatze. Ich. Ah. Ah. So, vielleicht die Würstchen mit hochnehmen? Ich nicht mit hochnehmen. Geht das? Ich glaube es nicht. So. So alle Würstchen einsammeln. Da drüben ist irgendwas offen hier. Da sah das nur so. Ja, das gefehlt. Na, war das erste ein T-Shirt? Ich hab das auch. Ja, seltsam, ne? Das ist ein ganz beliebtes T-Shirt.
Wunderschön. Wie lange geht eigentlich dieses Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal nachschauen? Ach, was muss ich denn suchen? How long to beat und dann Little Nightmares. Fünfeinhalb Stunden. Was? When focusing on a main object, Little Nightmares Complete Edition is about 11 hours in length. You're a gamer that strives to see all aspects of the game you're likely to spend around. Wow. Da können wir bis morgen früh spielen. Upsala. Ah, da ist auch der Schlüssel. Oh. So witzig, dass Giron ihm einfach herrennt. So. Natürlich, ich muss ja. Der Typ ist creepy, aber rennen wir mal hinter ihm hin? Vielleicht sagt er uns auch noch. Oh. Schon so detailliert. Gleich. Soldier. Wie lange geht irgendwie der Abschnitt noch? Ist hier schlimm. Was? Pömpel. Der Pömpel of Life. Damit kann man nicht richtig wegpömpeln. Ich muss zugeben, ich habe jetzt gedacht, dass wir damit mehr können, als nur so toll aussieht. Weil wir können ihn nicht greifen. Schade. Dann weiß ich. Ah, warte mal. Ah. Hier wieder so einer. Dann kannst du sicher hochklettern, oder? Oder denkst du nicht? Ein Würfel.
Nee, hochklettern ist hier nicht. Wohl. Sag ich doch. Asio gemacht. Aber nein, Hauptsache erstmal sagen, nee, da kann man nicht hochklettern. Was noch ein Tempel? Wir müssen uns aber in der Section vorher irgendwie mal auf rauskommen. Buschstift. Fetti, Fetti, Fetti. Lass das trinken. Sollen beide was trinken. Jetzt gehen das. Rhea sagt auch nochmal trinken. Ich habe auch zwei Schlucke genommen. Ach, der hatte ich jetzt gleich. Ja, wir müssen woanders drauf springen. Wir können hier nicht springen. Genau, ganz wichtig, auch nicht über diese Kellersplitter drüber gehen. Oder dich gleich. Kannst du an den Tellern hochklettern, die da stehen? Ich glaube, wir müssen irgendwo da drüben. Nice. Und vielleicht die. Ist ja nicht. Diese Habe ist, kann ich mal wieder weg. Schön. Ja. Hängen geblieben. Durchzocken. Ja, ich glaube nicht jetzt. Das ist arg. Ich hoffe, jetzt pömpelt er nicht gleich noch runter. Mit seinem Pömpel in der Hand. War ich kurz zu langsam.
Ich bin nicht direkt gerannt, was blöd war. Ich bin gerade sehr zusammengezuckt. Ups. Ups. Da bin ich gegen den Wand gerannt. Jetzt bin ich darauf vorbereitet, dass der da so rausstürmt. Oh Gott. Das ist gerade schlimmer für mich wie vorhin alles andere. Also nicht weil ich es gruselig finde, sondern weil ich so Schiss davor habe, dass die mich kriegen, also dass die dich kriegen. So, und ich bin da immer so, jetzt lauf doch. Oh Gott. Ist wieder gut. Genau so geht's mir auch vor. Andrea ist genau gleich. So. Also es stresst mich mehr wie vorhin so die Schritte oder dieses langsame Laufen oder so. Ja. Ja, wir sind auf dem Boot gewesen. War so klar. Und jetzt klettern wir hoch. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ach so, genau, wegen der Seife hatte ich das gesagt, dass wir auf einem Boot sein müssen. Weil die so hin und her. Ja. Ich meine, der ganze Look hat gerade zugepasst, deswegen. Werden die jetzt geändert? Das sieht zu friedlich aus. Ja, wenn sie alle so aussehen, dann. Unmächtig. Das ist eine elendige Leiter. Ja. Wie weit willst du hochgehen? Wie? Ist mir wohl. Und jetzt sehen wir dann. Alle so kopflos. Warum haben die fast alle was? Weil die ein bisschen besser mit Corona umgehen können als andere. Oh! Wow. Aber guck mal, das ist ja dann auch nicht vorteilhaft, wenn die alle auf dem Schiff sind, selbst mit Mask. Ohne Maske aussehen. Ja, das ist eine. Ich auch nicht, glaube ich. Ignoriert mich. Die Geisha. Ah, da bin ich ja platt. Da bist du mehr als platt. So ein bisschen wie wenn du einfach auf mich drauf springst, nur dass ich dreimal so klein und du mal so schwer wärst. Und da kann ich mal mehr laufen. Okay. Was? Okay. Was okay?
wie wir da gerade gestorben sind. Ich war gerade so, was, okay. Nein! Weißt du, dem einen kommen wir mit dem anderen in die Hand, oh, die Hand geglitscht. Hätte ja klappen können. Ich bin jetzt beim dritten und letzten Kapitel? Was? Hä? Was war das dann mit den 5,5 Stunden? Ich wollte gerade sagen. Und wie kann man in diesem Spiel dann 11,5 Stunden verbringen? Also sind wir jetzt gerade im dritten, letzten Kapitel angekommen oder war das schon... Oder sind wir da schon länger? Oder beim dritten und letzten Kapitel aus der Szene? Nee, gerade erst. Okay. Ja gut, wie lange haben wir es für das gebraucht? Das ist gerade nicht. Irgendwie rausfinden. Ja, von dem Discord gucken. Das erste war das längste Kapitel. Okay, das heißt, wir können es auch nicht so ganz daran abmessen. Ah. Um 22.41 Uhr kam die Meldung im Discord. Okay. Ja, dann sind wir jetzt gerade 2 Stunden dran. 2 Stunden? Ja, krass. Also, ja. Ja, wir haben jetzt gleich 1. Also 2 Stunden und 15 Minuten. Das Seltsame ist, ich komme jetzt hier. Also, ich dachte jetzt, ich muss jetzt irgendwie an diesen Griff da springen. Aber ich komme an den Griff nicht ran. Bin ich gerade in die falsche Richtung? Vermutlich. Ja, ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Das ist so süß. Jetzt irgendwo gegenwerfen. Nein. Du würdest mich ja auch nicht irgendwo gegenwerfen. Vermutlich ja. Siehst du? Aber irgendwie, der sieht so ein bisschen aus, als will er geworfen werden. Ich frage es nur, wohin? In den Eimer. Ah, da war ich ein bisschen zu nah. Ja, ich glaube, das ist das, was ich machen muss. Ich muss da hoch und dann. Schade. Mal schauen, ob ich den jetzt nochmal drücken muss. Ich glaube nicht, es wurde gespeichert. Berg.
Peggy ist nicht da. Was? Wirklich. Ja. Aber hätte ich da irgendwie besser durchkommen können? Ich glaube auch nicht so wirklich. Nee. Aber musst du da wirklich durch? Ja. Ja, sonst wäre das nicht so gebaut. Nervig. Weil guck mal, du siehst, also das ist auch dieses interessante Level-Design, ne? Alles ist hier dunkel, außer dieser Stuhl. Der ist hell erleuchtet. Okay. Ich hätte da nochmal baiten müssen, glaube ich. Du bekommst nicht deine ganze Hand in den Mund. Ich werde das jetzt nicht on stream testen. Doch, komm, ich jetzt. Was? Können wir dann nachher machen. Warum klingt es irgendwie falsch? Ja, irgendwie das zeigt mir mal, wie so Kicher, weil das in meinem Kopf direkt wieder. Ein bisschen blöd, dass ich mich hier gegen dich wehren kann. Weil das macht diese Passage jetzt ein bisschen nerviger. Die Abkürzung über die Wurst geht wirklich nicht. Ja. Oh no. Wäre zu gut gewesen, ne? Dachte, ich bin noch außer Reichweite. Egal. Ich glaube, wir machen einfach an der Stelle Schluss. Ich komme gerade nicht mehr durch. Aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir werden vermutlich, keine Ahnung, ich könnte mir gut vorstellen, dass Little Nightmares nochmal in einem Stream zu Ende spielen. Autsch, damit das auch gemacht ist. Und damit ihr irgendwie ja alles sehen könnt. Genau. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon seit einer Weile raus. Das heißt, das ist nicht traurig für den Entwickler, wenn ich das jetzt durchspiele. Es gibt schon 50.000 Playthroughs davon online. Das Spiel war jetzt eine ganze Weile live. Spoilerfrei zu sehen. Ich glaube, ist okay. Genau. Es war jetzt ein bisschen schade. Es war natürlich heute ein bisschen schade, dass wir es nicht so gruselig hatten, wie wir es jetzt eigentlich geplant hatten. Ich hatte jetzt da schon Hoffnung darin, dass jetzt irgendwie Narcosis da eine gute Gruselstimmung aufbaut. Aber ja. Genau. Ja. Muss es halt nochmal ein großes Stream geben.